Michael, was halten Sie von mir als Person? Ich meine, was denken Sie wirklich über mich als Person? Wollen Sie das jetzt durchdiskutieren? Wir fahren 180 auf einer kurvenreichen Bergstraße und Sie wollen das durchdiskutieren jetzt. Ich muss das jetzt genau wissen. Bitte, Michael. Wir diskutieren das nachher durch. Zuerst treffen wir mal O'Malley. Dann wird es zu spät sein. Mit mir sprechen Sie vielleicht nie wieder. Na gut, Ihnen liegt doch was auf dem Herzen und das schon länger. Wir haben nicht mehr allzu viel Zeit, also wieso erzählen Sie es mir nicht jetzt? Okay. O'Malley ist nicht im Vasquez Canyon. Und die Gewehre auch nicht. Wie viel hat Jastrow Ihnen bezahlt, um mich zu belügen? Es war seine Tochter. Sie gab mir $10,000. Dann glauben Sie also, dass was nicht stimmt, sonst würden Sie es mir jetzt nicht sagen, habe ich recht? Ja, Sie haben recht. Ich glaube, mit mir stimmt was nicht. Sie müssen das verstehen. Das viele Geld bedeutet eine Chance für mich. Dadurch ändert sich mein ganzes Leben. Ich käme aus allem raus. Könnte essen gehen und tippen lernen. Ich könnte Holzer streichen oder irgendwas anderes machen. Und wenn das nicht geht, dann werde ich ganz einfach Busfahrscheine verkaufen. Tut mir leid, Michael. Ich bin froh, dass Sie es gesagt haben. Ist das wahr? Ja, das stimmt. Steigen Sie aus. Haben Sie sich das auch überlegt? Das hab ich. Steigen Sie aus. Ich fahr weiter. Nein, ich komme mit Ihnen das mit. Das tun Sie doch, nicht. Doch, ich fahr mit. Und jetzt keine Widerrede mehr. Das ist doch seltsam. Ich habe noch nie jemanden überreden müssen, mich im Auto mitzunehmen. Ich würde sagen, hier drin sind Sie sicherer aufgehoben als sonst wo. Also los. Der Canyon ist auf der anderen Seite des Tunnels. Schalt den Scanner ein und pass gut auf, Kid. Gut, Michael. Er ist reingefahren. Verstanden. Okay, Rory, Feuer! Sie haben beide Enden des Tunnels gesprengt. Wir sitzen in der Falle. Meint er, dass wir lebendig begraben sind? Wir machen erstmal ein bisschen Licht, bevor wir in Panik ausbrechen. Sieht so aus, als wären wir begraben. Kit, gib mir eine Übersicht. 90,8 Tonnen Geröll versperren den Vorderausgang. Hinten sind es noch mehr. Das dürfte selbst für uns zu viel sein. Michael, heißt das, dass wir sterben werden? Dein Auto sagt mir, ich werde sterben. Sheila, nur die Ruhe. Ich fahre jetzt rückwärts ans Ende. Mal sehen, ob wir genug Platz haben, um den Turbo-Boost einzusetzen. Wir würden mit 247 Meilen pro Stunde gegen das Hindernis knallen. Ich steig sofort aus. Das würde ich nicht tun. Unser Aufprall bringt vielleicht den ganzen Berg zum Einsturz. Hast du Verbindung nach draußen, Kit? Zu viel Mineralgestein im Tunnel, das verursacht Störungen. Also sind wir auf uns angewiesen? Na dann, auf geht's. Hey, habe ich gar nichts zu sagen? Doch, aber im Moment nicht. Ich habe volle Kraft eingestellt, Michael. Okay, dann los. Alles okay, Kumpel? Kid, das war unglaublich. Danke. Leider hat der Aufprall einige Schaltkreise blessiert. Was sagt dein Radar? Es scheint noch zu funktionieren. Wonach soll ich suchen? Devin sagte, Jastrow hat einen Hubschrauber gemietet. Vielleicht findest du ihn. Michael, der Mann kann sonst wo sein. Vielleicht 100 Meilen entfernt. Kann er nicht. Er hat einen Flug gebucht und der geht in anderthalb Stunden. Von hier ist es circa eine Stunde zum Flughafen. Das Ziel liegt also im Umkreis von einer halben Stunde Autofahrt, damit es die Land Rover rechtzeitig schaffen. Ich hätte ein Ziel, etwa 20 Meilen von hier. In Ordnung, sehr gut. Und jetzt such die ganze Gegend nach etwas Wertvollem ab. Münzereien, Banken, Museen, irgendetwas. Gut. Jetzt such eine Firma, die keine Überlandleitungen hat, die gefährlich sind für einen Hubschrauber.
Das Anderson-Edelstahl-Lagerhaus. Genau das muss es sein. Okay, steigen Sie aus. Hey, warten Sie mal, Keine Streitereien. Setzen Sie sich in Bewegung und rufen Sie die Foundation an und verlangen Sie Devon Miles. Sagen Sie ihm, er soll Verstärkung bereithalten für alle Fälle. Okay. Seien Sie vorsichtig. Bitte. Bis nachher. Angsthase. Okay, jetzt schnappen wir uns den Hubschrauberkumpel. Wo wollen Sie denn hin? Ich muss ganz dringend telefonieren. Wally? Fletcher? Jetzt kommt der Endspurt. Aufstellen. Geht genau auf Schussposition. Verstanden. Wir warten auf dein Kommando. Der Hubschrauber muss in ein paar Minuten hier sein. Wie viel Zeit ist noch? 1 Minute 7 Sekunden. Jestro, hier Rolly. Ich bin bereit. Hier, Fletcher, ich auch. Wenigstens ist er pünktlich. Aber was macht er denn? Fletcher, schalt den Sender aus! Los, los! Das ist nicht der richtige Hubschrauber! Los, eröffne das Feuer! Rolly, setz das zentrale Kontrollsystem außer Gefecht. Los! Ah! Los! Die Zeit wird knapp, Kit. Ich gebe Ihnen, was ich habe. Na dann los. Fletcher, schaff uns den ein für alle Mal vom Hals. Oh, wir sind hier neues Ziel. Kit versucht den Schussmechanismus zu blockieren. Geht nicht, aber vielleicht könnte ich Ihre Ventile verschließen. Ich denke, das Ergebnis wird Sie zufriedenstellen. Gut gemacht, Kumpel. Ziehen runter! Wunderbar! Wunderbar! Er kommt. Knight Rider.